Okay, dann bitte mal zu meiner Linken das Team von Kim aufstellen und den Rest ein bisschen zu meiner Rechten sammeln. Und nicht zu Fireboy stellen, der muss nämlich auch leaden. Hier ist links, Kim. Ja. Kommt vom Blickwinkel drauf an, ne? Er sagte Er zu sagte, du seiner bist von Linken. ihm, ja. Gut, alles klar. Also, Team Kim hier an den Betonflocken. Vor mir, genau. Ich bin mit euch gefahren, ne? Permo? Ich bin, häng mich bei dir mit dran. Alles Ich bin klar. mit euch gefahren, oder? Nein. Ja. Okay. Nee. Nein? Was? Ja, du bist bei uns, bei mir Das mitgefahren, aber müssen. du bist nicht in meinem Squad. Entschuldigung. Okay, Team Stranger. Ja. Mal zum Klo, zum Dixie-Klo stellen. Ich glaube, wir sind da zu zweit, Crank. Da kriegen wir unsere Tarngerüche drauf. Können wir schon mal nichts falsch machen. Alter, benutzt. Hier ein abgeseilt. Oh Robo, Gott. du gehst mal zum Team Kim. Okay. Andy und Swar, bleibt bei mir. Jawohl. Boah. Ich muss gleich noch mal in die Armor Box. Aber ihr auch, oder? Ich muss auch noch mal kacken. Ist jetzt erstmal nicht so schlimm. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Gemütlich die Beine lang machen. Da glaubst du, jetzt komm ich. Also das Ding hat einen Sichtradius vom Rückspiegel wie, naja, null. War vorsichtig. Ja, Vorsicht, da stehen oh, wir oh, oh, oh. Der ist eiskalt, der bleibt stehen. Okay, Team Bravo, bitte einmal Funkcheck auf 50.2. Ja, Robo, Funkcheck. Und dann rechts die Straße. 5, Cranky. Schon gehört. Wunderbar. Rechts abbiegen? Rechts rum, ja. Vorsicht, nicht so hastig. Ja, ich kann die Steuerung jetzt so. Du hast zwei lenkbare Achsen noch. Aha. Cranky, was für Munition hast du mit? Die 765x20? Ja. Sauber. Aber ich spiele jetzt die HK-400. Der ist nicht unbedingt Vollstoff, aber. Das heißt, die Magazine ne? passen mit nicht. Mit C oder mit WS? Ja, das sind dieselben. Mit WS, ne? Sauber. Ah ja. Und auch die aber großen der beschleunigt Kugeln. Plötzlich wieder, hä? Ja, klar. Ja, solange du drauf bleibst, beschleunigt er bis, glaube ich, 74 km/h oder was. Also, ja, ich habe, wenn ich noch WS nur drücke, dann müsste er doch nur bis 30 gehen, oder? Nee, das müssen wir nochmal nachrüsten. Macht der hier nicht. Was hast du mit 05? Achso, das ist ja blöd. Nur 5 Magazine. Ja, kriegst du schon hin. Die Straße ist nur ein bisschen kurvig. Ich möchte nicht, dass man von ja, der Straße ich hab 20 dabei deswegen. Und Robo auch. Ja, klar, nicht Vollstoff. Ja, dann reicht das ja. Ich habe ja die ganzen Medi-SLW-Kits dabei. Wie viele Kits hast du dabei? 15. Nur? Reicht das nicht? Und der Sani rennt nicht unter 30 raus. Ja, okay. Normalerweise wird immer gesagt 20. Mindestens. Ja, kann ich noch nachrüsten. Ich habe noch ein bisschen ja. Platz im Schlüpper. Ja, aber wenn er 320 oder so dabei hat oder über 20, dann kann er fast überhaupt nichts mehr laufen. Ach Quatsch, dann sag ich, ich muss das aushalten. Ich bin das gewohnt als normalerweise Anti-Tank. Also es ja. liegt nicht an, da ich brauchen wir hab eben einen. Immer voll. Das macht dann auch keinen Unterschied. Leute, ja, ich will mal ganz Sinn. Kurz, ich will mal ganz kurz ein bisschen was erklären bezüglich so Struktur von Squads und so. Jetzt hier in unserem Rekrutentraining ist es relativ überschaubar. Da wir relativ kleine Teams erstmal machen und ja, der Leader jetzt erstmal nur 2 bis 3 Leute unter sich hat und die führen muss. Das führt zum einen ein bisschen zur Erleichterung für die Kommunikation. Und für die Steuerung des Squads. Und so soll es auch erstmal bleiben. Später kann es aber durchaus sein, dass die Squads größer werden und vor allem, dass es auch mehr Squads gibt. Dann wird es wirklich anspruchsvoll bezüglich Kommunikation und koordiniertes Vorgehen. Gerade so zu Zeiten zu Zeus geht es ganz schnell, dass schöne Sachen passieren und man sehr spontan handeln muss.
und er zählt jede Sekunde bei der Kommunikation. Deswegen, ich weiß nicht, wer es schon alles gesehen hat, bezüglich Funktutorial. Wir haben auf der Seite ein Funktutorial stehen, was jeder von euch auf jeden Fall schon mal durchgelesen haben sollte. Wenn nicht, dann bitte nachholen und versuchen es wirklich jetzt so während des Trainings anzuwenden. Es gibt nichts Ekelhafteres, als wenn man quasi dann später im Member Squad ist und dann rumgatzt und rumgrölt und keine Ahnung hat, wovon man eigentlich redet. Es soll halt immer präzise Funkanweisungen kommen, die sehr zeitsparend sind. So viel zu dem Thema. Nochmal zu den Strukturen. Wie gesagt, wir haben jetzt hier so kleinere Fireteams. Und wenn es größer wird, dann wird es komplizierter. Ich denke mal, es wird auch in naher Zukunft so sein, dass wir dann ganze Platoons haben. Wenn wir jetzt weiter so wachsen oder auch wenn wir jetzt gegen mal einen anderen Clan spielen sollten, wird sowas auf jeden Fall mal geben, dass wir einen Platoon-Führer haben, der dann quasi als Headquarter dient und nur die Koordination übernimmt. Das ist schade, Kurve, gell? Das heißt, er spielt gar nicht so aktiv mit, aber er versucht den Überblick zu behalten. Sowas kann es auch geben. Okay, jetzt kannst du ein bisschen Stoff geben. Was? Kannst du ein bisschen Stoff geben? Das ist nicht mehr allzu kurvig hier. Geht's nur noch rauf und runter. Wenn euch irgendwas zu schnell geht oder ihr was genau wissen wollt, dann fragt ihr euch nach, ne? Wie gesagt, das ist jetzt hier nicht so ein Drill-Sergeant-Training hier. Vielleicht kennst du der ein oder andere von anderen Clans. Das mit dem Funktutorial zum Beispiel war irgendwie schon, wollte ich mir schon mal anschauen, aber das hat irgendwie nicht funktioniert, dass da die Files nicht mehr vorhanden waren oder so. Also auf jeden Fall hatte ich Probleme, mir das anzugucken. Rechts auf der Straße bleiben. Okay. Dann muss ich nachher nochmal schauen, ob das immer noch so ist. Oder woran es liegt. Ist das im öffentlichen Forum oder wo ist das? Nee. Das ist nicht im Forum, wir haben eine Tutorial-Section. Da stehen alle Tutorials von uns drin, auch Video-Tutorials gibt's da. UTL 100. Gut, so ein bisschen langsamer, weil jetzt wird es ein bisschen kurvig zum letzten Stück. Aber wir nehmen die Straße geradeaus. Geradeaus. Und ins Camp. Wenn wir jetzt angekommen sind, links. Direkt links. Ja. Mal langsam, fährst hier ins Camp rein, in den Hof runter und hältst dann links um die Ecke. Ja, fahr die Straße entlang und dann 10 Meter nach links. Gut. Okay, absteigen. Okay, dann folgt mir mal bitte.
Okay, ja, wir kommen auf den Schießplatz. Wir haben jetzt hier mehrere Szenarien aufgebaut. Hier quasi hinter mir ist ein Parcours und ein Schießübungsplatz für nahe und mittlere Distanzen. Auf meiner linken Seite haben wir ein großes Feld, wo wir Übungen mit AT machen können, also Anti-Tank-Waffen. Und für die Sniper gibt es auch eine Möglichkeit, nämlich hinter dem Feld, da ist so eine kleine Ruinenstadt. Dort können sie sich positionieren und Ziele, also klappbare Ziele, die hier zu meiner Rechten auf dem Berg stehen, wo der Leuchtturm steht. Wer von den Sniper weitere Entfernungen haben möchte, der muss sich einfach ein bisschen weiter weg bewegen. Der bleibt halt nicht bei der Ruinenstadt stehen, sondern verlagert seine Position mehr nach Südwesten, bis Westen, um dort auf den Berg zu kommen, und dann kann der dort auch schön viele Übungen machen. Für das weitere Vorgehen, wir nehmen jetzt mal unsere zwei Sniper. Einmal vortreten bitte. Ihr habt Nahkampfwaffen dabei. Jawohl. Sehr schön. Ihr lauft als Erste durch den Parcours durch. Damit, wenn ihr fertig seid, dass ihr dann eure Position zu euren Sniper-Gebieten verlagern könnt. Und die anderen gucken erstmal zu. Okay, dann folgt mir. Ah, Crankfi. Ist heute ganz chillig, oder was? Jo. wer jetzt nochmal irgendwie was ändern möchte, kann das hier gerne tun. Wenn jetzt einer hier durch den Parcours läuft, haben die anderen die Waffe gesenkt und schießt keiner. Das ist ganz wichtig, damit wir die Sicherheit bewahren hier. Okay, dann zeige ich euch jetzt mal den Parcours. Für die Sniper-Leute mal genau aufpassen und für die anderen dann auch. Der Parcours ist jetzt so angeordnet, dass ihr euch eigentlich nicht verlaufen könnt. Ihr führt euch durch verschiedene Hindernisse und Steine im Weg, um quasi ans Ende der Mauer da hinten entlang zu kommen. Das ist euer Ziel. Hinten an der Mauer steht ein kleines Podest, da müsst ihr hochklettern. Wenn ihr dort oben angekommen seid, habt ihr euer Ziel erreicht. Versucht während eures Durchgangs so viele Ziele wie möglich zu beschießen. Ihr schießt nur auf Ziele, die euch mit einer gelben Fläche erscheinen, so wie der hier vor uns. So ein Ziel wie hier rechts beschießt ihr von dieser Seite nicht. Wenn ihr durch den Parcours läuft und dann seitliche Gänge durchläuft, dann kann es durchaus sein, dass ihr dann rechts auf einmal ein Ziel habt mit gelber Fläche. Das dürft ihr beschießen. Aber keine Ziele auf schwarze Ziele, keine Ziele mit schwarzem Hintergrund beschießen. Okay. Fix am Telefon, Chef ruft an. 5 Minuten bin ich da. Ja, okay, pass ich rein. Alles klar. Gut, Ragni, du warst das letzte Mal dabei, oder? Ja, aber ich bin den Parcours nicht gelaufen. Okay. Wir waren Sniper. Lass uns doch mal langsam durchlaufen, oder? Genau, wir laufen mal durch. Versucht mir mal zu folgen. Dann weiß jeder, wie er läuft, und dann kann jeder mal durchrennen. Attacke. Nach dem anderen, würde ich sagen. Und hier halt auch immer schön die gelben Ziele mitnehmen, ne? Das könnt ihr schon hier machen, das könnt ihr aber auch erst im nächsten Gang machen. Hier ist auch ein Ziel. Nicht. Drängen die euch hier vor oder was? Nee, irgendwie. Einen nach anderen. Schiebt der Fireball jetzt plötzlich hinter mir und vor mir, hä? Ja, der Fireball, der ist hier so dick am Warpen.
habe ich jetzt überhört. Ausbilder dürfen das, Jungs. Hier nicht vorbeilaufen, bitte, ja. Also wenn ihr solche Umlaufhindernisse habt, dann lauft auch da durch und nicht vorbei. Okay, hier wieder. Ihr habt jetzt wieder ein paar Ziele, die ihr jetzt von dieser Seite bekämpfen könnt. Boah, wirklich schlecht. Klappen die wieder hoch? Ja. Geduckte Haltung ab, Betonmauer. Schon ein bisschen verändert worden zu letzter Woche, oder? Egal von welcher Seite man hochgeht. Ah, hier geht's schon mal nicht. Mal sehen, wer sich als erstes Bein bricht. Ja, und dann hier auf die Plattform und dann ist gut, oder wie? Genau. Wer hier oben auf der Plattform ist, hat sein Ziel erreicht. Alle hier sammeln? Okay, der Infanterietrupp hat jetzt Zeit, sich das nochmal anzugucken. Die Sniper werden ins kalte Wasser geschmissen, die müssen jetzt durch. Ich habe gerade über Funk vom Sixpack gesagt bekommen, mit der Leiter gibt es Probleme. Ich möchte nicht, dass sich einer noch das Bein bricht. Es langt, wenn ihr unter dem Teil durchlauft. Habt ihr das verstanden? Okay. Jo. Jo. Verstanden. Und bitte auch nicht probieren oder so. Nicht, dass wir hinterher wirklich noch ein Problem haben, weil wir möchten ganz gerne die Zeit und die Leistung messen. Okay? Gut. Okay. Wer von euch beiden möchte anfangen? Ragnir? Wenn's denn sein muss. Viel Spaß. Okay. Ah. Dann hierher und wenn ich so, schieße, dann machen wir kleinere Waffe nehmen. Los. Kleiner und schnell. Sixpack für Crank, bitte kommen. Sixpack hört. Übung startet jetzt mit Soldaten Ragnir. Wie viele von den Zielen soll ich abschießen? Alle, die ich sehe. Verstanden. Annik, Startschuss bist du geben. Fertig? Ja. Da, da, da. Und klappen wir schnell wieder hoch. Ihr solltet euch alle ein bisschen ducken, wenn er hier rückwärts schießt. Also er läuft zumindest richtig. Könnte ich ja jetzt Sixpack einen Kopfschuss geben? Nein. Mit Pistole wird ja gleich lustig. Also ich habe das letzte Woche auch mit Pistole gemacht. Und ja, fand das gut mit Pistole.
Geil. Go, 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 komm. Hau drauf, hau drauf, hau drauf, hau drauf. Und jetzt noch jemand? Oh, fuck. Ah, Rex. Wir haben schon wieder den Zoom-Bug von dem Visier, was? Kann ja sein. Einfach dasselbe Visier in der Power-S nochmal auswählen. Könnt ihr später so machen. Oder der Infanterietrupp kann jetzt. Ah, macht er doch gut. Macht er sehr gut sogar. Geh auf! Gib Gas, gib Gas, gib Gas, komm! Nee, funktioniert nicht. Ja, muss er nicht so weit schießen hier. Ja, er nimmt einen A-Cock und ist gut. Oder sowas. Sixpack, bitte kommen. Sixpack hört. Ragnir ist durch. Frage. Hat gerade gefunkt, aber zurückkommen soll. Okay, Tzatziki. Okay. Tzatziki bereit machen? Wenn ich schieße, geht's für dich los. Nicht vorher anfangen. Nächster Rekrut ist Tzatziki. Verstanden? Du kannst. Junge. Sag mal ein. Das sind aber nur Ablenkungsschüsse, oder? Er schießt ja nicht wirklich auf ihn, oder? Ja, das sind Ablenkungsschüsse. Da war dicht eben. Ja, ja. Dicht okay auf uns. Ach, so ein Querschläger darf schon mal dabei sein. Ich hab genug Packs dabei. Macht das Ganze spannender. Macht das mit der Pistole aber gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das mit Pistole wirklich auch sehr gut letzte Woche, weil du, ja, weiß ich nicht, man kann viel schneller ziehen, also schießen, finde ich. Also zielen geht einfach besser damit auf so Nahdistanzen. Alles okay, war alles okay, nee, ja, rechts hat er jetzt vergessen. Schießt. Drei Stück hat er jetzt vergessen, aber es macht nichts. Sehr geil, sehr geil. Dürfen wir auch Handgranaten uns in dem Parcours benutzen? Negativ. Es ist ein Schuss, also es ist ein Schießplatz, kein Handgranatenwurfplatz. einer stehen geblieben. Ja, ich hab das noch nicht so ganz verstanden. Wann weiß ich denn, auf welche ich von den Figuren schießen muss? Wenn du die gelbe Seite siehst, darfst du drauf schießen. Wenn du die schwarze Seite siehst, darfst du nicht drauf schießen. Achso. Okay. Weil rein theoretisch könnte ich ja jetzt auf alle schießen, oder? Das ist so, es ist ja ein Nahbereich. Okay. Ja, nur so, dass du das einordnen kannst. Okay, ich mach nächsten. Wer möchte von euch? Hermo. Gut, Hab ich überhaupt Magazin? Ja, gut. Gut, Kim? Ja. Ne, wir hatten ja angemeldet die ganze Zeit. Kim war oder was? Permo. Crank. Permo. Crank, okay. Was Crank. Permo kommt als nächstes. Ah, sorry. Alles klar. Crank für Sixpack. Nächster Rekrut ist Permo. Verstanden. Permo fertig? Ja. Member, oder? Ja. Los. I'm out.
Ja, unser CG bitte wieder zurück. Ja, so verstanden. Weiß Bescheid.